Heute Morgen ist mir noch der Satz entfleucht, die Märkte müssen diese Steilvorlage nutzen, diese Euphorie nutzen mit weiteren Käufen nach der Verschiebung, Teilverschiebung von US-Strafzöllen gegen China. Sonst wird es kritisch. Und jetzt plötzlich ist alles anders. Es herrscht Rezessionsangst. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Was ist da los? Warum ist das so? Schauen wir uns mal die Genesis des heutigen Tages an. Und dann sehen wir hier eine Zinskurve, die es ermöglicht hat, dieses Chaos, das wir jetzt momentan an den Märkten sehen. Chaos ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall diesen herben Abverkauf, den wir heute sehen. Und das ist die Invertierung der zweijährigen und der zehnjährigen US-Staatsanleihe. Und jetzt ist es so, dass eine zweijährige erstmals seit 2007, also seit 12 Jahren, eine größere Rendite abwirft, gemeint ist die zweijährige US-Staatsanleihe, als eine zehnjährige US-Staatsanleihe. Und das ist insofern als Problem einzustufen, als in der Vergangenheit immer eine Rezession kam, wenn diese Invertierung so passiert ist. Hier sehen wir die Zinskurve, zweijährige, zehnjährige US-Staatsanleihe. Hier ist die Nullerlinie. Gestern waren wir noch ganz, ganz knapp drüber. Heute sind wir drunter, werden wir gleich später sehen. Und wir sehen hier Rezessionen, das sind diese grauen Balken. Jedes Mal vor einer Rezession gab es diese Inversion der Zinskurve und kritisch wird es dann, wenn diese Inversion aufgehoben wird, wenn also sozusagen die Renditen sich wieder dem normalen Maß ein Stück weit anpassen, dann kommt die Rezession, dann also kommt sozusagen das, was die Märkte vorher einpreisen, das sind die Anleihemärkte, die es vorher eingepreist haben. Und jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Muss das zwangsläufig bedeuten, dass die Aktienmärkte crashen? Nee, nicht wirklich. Die Vergangenheit sagt sogar, wir werden nochmal ein Allzeithoch im S&P 500 sehen, nach der Invertierung der Zinskurve. Aber schauen wir uns diese Diskussion, die da jetzt derzeit stattfindet, mal an. Da haben wir etwa Zero Hedge, die unter Berufung auf Bank of America darauf hinweisen, dass normalerweise der S&P 500 7,3 Monate durchschnittlich nach der Invertierung der Zinskurve, also nach heute, dann praktisch ein neues Allzeithoch erreicht. Und das ist sozusagen der statistische Durchschnittswert. Also ist nicht alles verloren. Aber wir haben eben jetzt, und darauf weist Sven Henrik hin, eine völlig andere Situation. Wir haben noch nie eine Rezession oder standen noch nie vor einer Rezession mit ähnlich hohen Schulden, mit so wenig Munition, die die Fed noch hat. Und mit Negativrenditen in so vielen Bereichen, da gibt es einfach kein Playbook, da gibt es keine Blaupause für so etwas. Wir haben also praktisch jetzt nicht wirklich eine große Vergleichbarkeit zur Vergangenheit. Und das Problem ist eben, die Fed hat jetzt nur noch 8 mögliche Zinssenkungen. Sie hat schon so ziemlich vieles in die Waagschale geworfen, viel mehr haben die anderen Notenbanken noch in die Waagschale geworfen. Was will die EZB denn noch mehr machen? Noch weiter in den Negativbereich die Zinsen senken. Also das sind alles Dinge, die natürlich jetzt ein bisschen anders sind. Das Pulver ist weitgehend verschossen. Damals, als diese Rezessionen eintraten, in den letzten 50 Jahren war es stets so, dass vor allem die Fed noch viele, viele Möglichkeiten hatte, Zinsen zu senken. Da war man auf Zinsniveaus von 5, 6, 7, 8%. Und da konnte man also eine Menge an Liquidität nochmal zuführen, indem man relativ schnell die Zinsen gesenkt hat. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Was sind schon 2%? Das sind, wie gesagt, 8 Zinssenkungen. Aber macht das den Braten so richtig fett? Kann das wirklich die Dinge retten? Was die Märkte heute spielen, ist schlichtweg das, dass man sich sagt, naja, das, was Trump gestern gemacht hat, was die US-Administration gestern gemacht hat, mit dieser Ausnahme mancher Produktgruppen wie Smartphones, das kommt jetzt wohl zu spät. Das ist jetzt schon, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, das wird das Ganze nicht mehr verhindern. Schauen wir uns mal die Renditen der Staatsanleihen an und das ist das, was an den Märkten schlichtweg jetzt das Entscheidende ist. Es sind eben die Renditen. Da haben wir etwa die dreimonatige Staatsanleihe bei 1,956%. Wir haben die zehnjährige auf einem neuen Tief, 1,59%. Wir haben vor allem die 30-jährige auf einem neuen Allzeittief heute. Es gab noch nie einen Tag, wo die Rendite für die 30-jährige US-Staatsanleihe so tief war wie heute, nämlich bei 2,047% aktuell. Und das bisherige Tief war als Schlusskurs zumindest 2,099, also reichlich Basispunkte drüber. Und das sind so diese Alarmsignale, die die Märkte hier wirklich verschrecken. Das ist das, was die Leute hier wirklich hinterm Kamin hervorholt heute. Es ist die Panik, dass da jetzt sozusagen auch die US-Anleihen tendenziell
in die negative Bereiche gehen werden. Und wenn man sich die europäischen Anleihen anschaut, bei Staatsanleihen ist das ja schon fast bei allen höher bonitären Ländern der Fall, wie Deutschland, Schweiz etc., Holland, bis durch alle Laufzeiten, 30-jährige Anleihe in Deutschland auch negativ. Also das ist sozusagen schon der Vorbote, dass die Anleihemärkte schon länger etwas spielen, was die Aktienmärkte bisher nicht so recht zur Kenntnis nehmen wollen. Und wenn wir uns mal das hier anschauen, das ist ein Chart von Unternehmensanleihen mit Negativrendite, da waren wir Mitte Januar diesen Jahres, hatten wir ein Volumen von um und bei 20 Milliarden an Dollar, die sozusagen negativ rentiert waren bei diesen Unternehmensanleihen. Das sind dann meistens eben relativ gut bonitäre Unternehmensanleihen, also kein Junk. Und jetzt haben wir eine so massiv schnelle Steigerung von 20 Milliarden von Januar bis jetzt August bei 1 Billion. Also wir sehen hier praktisch eine unglaubliche Dynamik hier von negativen Renditen. Ist die Frage, übertreiben die Anleihenmärkte vielleicht? Das wissen wir nicht. Jedenfalls haben die Anleihenmärkte schon lange eben diesen Stress vorhergesagt. Und wir haben auch andere Instrumente gesehen oder andere Märkte gesehen, wo dieser Stress vorhergesagt war. Ein Stück weit nämlich der Small Cap Index Russell 2000. Und es ist oft so, dass die Nebenwerte ein bisschen frühzykliger sind, Aufschwünge früher ankündigen, aber eben auch Abschwünge. Und der Russell 2000 ist weit, weit entfernt von seinem Allzeithoch. Anders als eben der S&P, der zumindest noch einigermaßen in Sichtweite davon ist. Also es gab schon ein paar Warnsignale. Ich hatte in den Videos auch immer wieder auf diese Warnsignale hingewiesen. Heute die Panik natürlich auch nach schwachen Konjunkturdaten aus China, vor allem Industrieproduktion, so schlecht wie seit 27 Jahren nicht mehr, oder mit dem schlechtesten Wachstumswert genauer gesagt. Wir haben enttäuschende Einzelhandelsumsätze aus China. Das verstärkt die Sorge, dass der Binnenkonsum, der ja die chinesische Wirtschaft so ein bisschen nach oben gezogen hat zuletzt, dass der schwächelt und damit diese Erholung eben auch in sich zusammenbricht. In den USA wird immer wieder auf das deutsche BIP verwiesen, das ja heute leicht negativ reinkam, eigentlich so wie erwartet. Aber es ist eben nochmal ein Symbol, nochmal etwas zum Anfassen dieser Rezessionsangst, die derzeit herrscht. Und jetzt werden wir mal sehen, was passiert. Das ist jetzt wirklich eine offene Frage. Schauen wir uns abschließend vielleicht noch etwas an, was Wilbur Ross heute gesagt hat, der US-Handelsminister, interessanterweise jetzt weg vom Thema Anleihen, aber zum Thema Märkte, der nochmal bestätigt hat gegenüber CNBC, dass die Chinesen keinerlei Konzessionen gemacht haben. Also es war nichts, was die Chinesen versprochen haben für diese Teilverschiebung der US-Zölle, sondern es ging um das Weihnachtsgeschäft. Das hat er relativ klar gesagt und das spricht ja schon Bände. Die Amis bis Oberkante Unterlippe verschuldet. Wenn Sie sich mal anschauen, wenn Sie zum Beispiel Kreditkartenschulden haben, dann zahlen sie derzeit gut 17% Zinsen auf diese Kreditkartenschulden. Und die Amis haben fast, ich sag mal, 70-80% der Leute haben eine Kreditkarte, deren Wert unter Null ist, haben also Kreditkartenschulden. Jetzt nehmen viele Amerikaner schon sozusagen Bankkredite auf, weil Bankkredite günstiger sind als Kreditkartenschulden und zahlen dann mit diesen aufgenommenen Bankkrediten, die etwa bei minus 12, minus 13% Zinsen derzeit liegen, also sie zahlen 12 oder 13% Zinsen, aber das ist immer noch günstiger als die 17% bei Kreditkarten. Also man nimmt neue Schulden auf, um alte Schulden zu bedienen, die noch teurer sind von den Zinsen. All das zeigt, wie krass die Situation eigentlich ist. Wir haben jetzt eben auch eine rekordhohe Unternehmensverschuldung. Es ist eben das Problem Verschuldung. Wir sind jetzt in einer anderen Situation als früher, als man eben noch neue Schulden problemlos aufnehmen konnte, als man Zinsen senken konnte, als viel mehr Spielraum da war. Jetzt kann man nur die Verschuldung noch weiter erhöhen. Aber irgendwann beginnt vielleicht die Reise nach Jerusalem, wo dann jemand mal plötzlich sein Geld will. Und wir verschieben ja insgesamt einfach nur die Zahlungsversprechen weiter in die Zukunft und irgendwann wird das eben mal zum Problem. Schauen wir uns die Charts an. Schauen wir uns an, was hier der Fall ist. S&P 500 hier Charts, wie immer von Capital.com. Da sehen wir 2852 aktuell der S&P 500, damit unter dem gestrigen Tief, bevor diese Meldung kam, die Verschiebung der Zölle oder Teilverschiebung der Zölle. Wir sehen den Tech-Index deutlich unter Druck. Das sind Kerzchen, meine Damen und Herren, unter der 7500er Marke aktuell. Wir sehen den Dow Jones bei 25.615 Punkten. Es rappelt also in der Kiste. Wir haben dann den DAX bei 11.465. Hier schön Topbildung nochmal. Der Versuch nach oben rauszuschießen
nicht gelungen. Wir haben Dollarstärke jetzt auf breiter Front, 1,11 für 41 Euro Dollar. Wir haben Gold, das profitieren kann eben von dieser Rezessionsangst, 1518. Und wir haben auch einen Abverkauf beim amerikanischen Crude Oil, 54,26 Dollar, nachdem die Lagerbestände überraschenderweise um 1,5 Millionen Barrel gestiegen waren. Da hatte man eigentlich einen Rückgang erwartet. Also es brennt jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen Feuer jetzt unterm Dach. Die Märkte haben das lange weggedrückt so ein Stück weit. Die Gewinnerwartungen für die Unternehmen sind massiv gefallen in letzter Zeit. Auch das schiebt man so ein bisschen weg. Jetzt kommen sozusagen diese Turbulenzen an den Anleihemärkten, die dann übergreifen auf die Aktienmärkte. Ausgang ungewiss, wie gesagt, S&P 500, theoretisch, wenn die Vergangenheit ein Lehrbuch ist, dann erreichen wir sogar nochmal neue Allzeithochs. Aber vielleicht ist es diesmal eben anders. Und das ist eigentlich ein Spruch, den die Bullen für sich gepachtet haben. Diesmal ist alles anders. Vielleicht ist es jetzt diesmal im negativen Bereich alles anders. Wir werden sehen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.